Ja, ich finde, es ist ein schönes Gedankenspiel, sich mal zu überlegen, was mit jemandem wie Raif Badawi, der liberaler ist und von einem islamistischen, von einem totalitären Regime gefoltert und eingesperrt wird, was dem wohl passieren würde, würde er als Flüchtling im Rahmen der Flüchtlingsströme, die wir momentan erleben, mit dem Wunsch nach einem freien und sicheren Leben zu uns kommen, was mit dem passieren würde. Also, ja, einfach mal überlegen, was die Menschen denn treibt, dass sie hierher kommen. Raif Badawi, der irgendwie in Heidenau nachts über die Straße laufen würde, der würde sich wahrscheinlich wundern, mit was für Problemen er hier auf einmal wieder zu tun hat und was ihm vorgeworfen wird, dass er in einem Topf mit denen ist, die ihn eigentlich gefoltert und unterdrückt haben und die dafür gesorgt haben, dass er seine Kinder und seine Frau nicht mehr sehen kann. Ja, wichtiges Thema, wichtiger Gedanke, den man sich mal machen sollte, bevor man pauschal über Flüchtlinge urteilt.